Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, zum Glück haben meine beiden Vorredner ja schon erklärt, worum es sich handelt, dass es jetzt um Energiepolitik geht. Sonst hätte man vielleicht bei der Anreizregulierungsverordnung wäre vielleicht noch die Frage aufgekommen, ob es sich dabei um eine neue kuriose Vorgabe des Präsidiums handelt, ob wir Damen des Hauses uns auch wirklich züchtig genug kleiden. Ganz im Ernst. Ich wollte hier niemanden auf falsche Ideen bringen. Ganz im Ernst, klar, die Strom- und Gasnetze, sie stehen eben vor neuen Herausforderungen und besonders stark ist das im Stromnetz der Fall. Wir haben eben schon gehört, wir haben es auf der Bundesebene mit der Anreizregulierungsverordnung zu tun, die eben auch die Länder betrifft. Und ich möchte jetzt an der einen oder anderen Stelle noch mal ein plastisches Beispiel dafür bringen. Mein Vorredner, Herr Sundermann, hat eben schon mal ganz ausführlich darauf hingewiesen, dass es aktuell sehr, sehr lange dauert, bis eben Investitionen ausgeglichen werden, die die Netzbetreiber in Netze vorgenommen haben. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren durch den Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich auch gerade diese Verteilnetze vor Ort vor neue Herausforderungen gestellt wurden. Herr Hovenjürgen hat eben schon mal das Beispiel Straße genommen. Ich greife das gerne an der Stelle auf. Denn im Grunde genommen kann man sagen, dass es hinterher zum letzten Haus am Ende einer Straße, am Ende einer langen Straße vielleicht auch, wo dann ein Bauernhaus steht, so etwas wie eine Einbahnstraße bisher gab, wo also der Strom von den großen Kraftwerken immer kleiner, weiter verästelt bis hinten zum letzten Haus ging. Und jetzt kommen auf einmal die Leute auf die Ideen, am Ende dieser Einbahnstraße eine Photovoltaikanlage, eine Windanlage aufzustellen und die Einbahnstraße in beide Richtungen benutzen zu wollen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man genau diese Strom-Einbahnstraße ausbauen muss. Und diese Investitionen, die stellen gerade kleine Unternehmen gerade vor Ort vor sehr große Herausforderungen. Und die müssen natürlich auch dafür sorgen, dass sie dieses Kapital, was sie dafür benötigen, auch wirklich bekommen. Und das stellt sie teilweise vor Probleme, weil eben es einen solch großen zeitlichen Verzug gibt. Ein weiteres Problem ist das Thema intelligente Netze. Das Thema an sich ist nicht das Problem, sondern wie gerade nach dem aktuellen Entwurf damit umgegangen werden würde. Intelligente Netze brauchen wir, um die erneuerbaren Energien, also die Erzeugung und den Verbrauch, etwas näher miteinander zu verzahnen zu können. Denn auf einmal haben wir es ja mit erneuerbaren Energien zu tun, die nicht immer dann zur Verfügung stehen, wenn wir das bisher gewohnt waren. Und es gibt aber viele Verbrauchsmöglichkeiten, viele elektrische Verbraucher, die wir vielleicht ein bisschen zeitlich mehr dahin schieben können, wo viel erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Und dafür brauchen wir Intelligenz, brauchen wir intelligente Netze, intelligente Zähler und natürlich intelligente Technik auch in den Häusern. Und dieses intelligente Netz, dahin machen sich viele Stadtwerke, viele kommunale Unternehmen auf den Weg und wollen da Vorreiter sein, wollen die Energiewende damit vor Ort auch wirklich voranbringen und haben aber dann auf einmal das Problem, dass sie diese zusätzlichen Investitionen eben nicht zurückerstattet bekommen, weil die Novelle das immer noch als ineffizienten Einsatz von Mitteln wertet. Und das ist natürlich ein Problem und birgt dann gerade erschwerte Bedingungen, zum Beispiel eben für die Unternehmen und Stadtwerke, die besonders innovativ sein wollen. Auf viele andere Aspekte sind meine Vorredner schon eingegangen, auf das Thema Effizienzermittlung, auf vereinfachte Verfahren, die eben gerade für kleinere Unternehmen immer alles schwieriger machen würden, wenn es die Veränderungen, die gerade die Novelle hervorbringt oder eben vorschlägt, wenn das getan würde. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir uns hier gemeinsam in diese Richtung auf den Weg machen und noch weitere Änderungen vorschlagen. Ja, auch bei einem auf den ersten Blick so trockenen Thema wie der Anreizregulierungsverordnung geht es eben um viel. Es geht um die Energiewende. Es geht um viel für die Netzbetreiber, eben gerade für viele lokale und kommunale Betriebe, zum Teil vielleicht auch nahe an deren Existenz. Und es geht natürlich auch um viel für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die letztendlich über die Netzentgelte natürlich auch die Kosten zu tragen haben. Ja, und lieber Herr Hovenjürgen, jetzt ist er gerade schon gegangen, aber er hat eben gesagt, wir fordern die Landesregierung auf, die Streitigkeiten zu beseitigen. Also erstens, davon steht im Antrag nichts. Zweitens sehe ich an dieser Stelle nun wirklich gar keine Streitigkeiten. Wir sind hier sehr, sehr einig.
und gehen da in eine gemeinsame Richtung. Also, dass es um viel geht und wir für die Energiewende, für die kommunalen Unternehmen und die Verbraucherinnen und Verbraucher die richtigen Weichen gestellt sehen wollen, zeigen wir mit unserem gemeinsamen starken Signal an die Bundesregierung. Und dafür ganz herzlichen Dank.